Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect 1. Und mal kurz was gucken. Wir haben vorbildlich mittlerweile auf Maximum, so wie es aussieht. Sehr schön. Ja, damit sind wir die Gutmütigkeit in Person, würde ich mal meinen, wa? Wir nehmen erstmal alles mit. Und dann gibt es hier Asari Intel Report. Leichte Dechiffrierung, das machen wir mal. Wunderbar. So, dann geht's jetzt weiter. Ich bin immer gespannt, was wir jetzt hier noch alles machen müssen. Sieht. Oh je. Hallo? Ist da jemand? Okay, die können wir nicht so zerstören. Das heißt. Was war das für ein Lärm? Was ist hier los? Das heißt, wir können nur da runter und den eventuell öffnen, helfen. Ich weiß nicht, können wir denen helfen? Sie müssen an Boden gewinnen, Williams. Wir wollen nicht, dass Sie sich verbarrikadieren. Locken Sie sie da raus. Fahrstuhl, damit wir runter können. Okay, wir müssen erstmal nach unten. Der geht hoch. Der ging eben hoch, der Fahrstuhl. Das ist nicht gut, denn ich möchte eigentlich gerne runter und den einen, die Leute da unten befreien, wenn das überhaupt geht. Der geht auch hoch. Ich möchte doch nicht hoch. Ich möchte runter eigentlich. Egal, wir gucken hier draußen mal nach. Der verrät uns ja auch nicht wirklich. Ah, warte mal. Doch, sehr schön. Seid ihr feindlich oder seid ihr freundlich? Sie sind kein Geht und Sie tragen auch keinen Laborkittel. Nein. Dann bin ich wohl froh, Sie zu sehen. Okay. Lieutenant Gunter Imnes vom 3. Infiltrationsregiment, während der Aufklärung gefangen genommen. Ich vermute, die Flotte wurde herbeordert, um die Basis zu zerstören. Ich bin die Verstärkung. Der Funkspruch war undeutlich. Die Flotte wird nicht kommen. Verstehe. Dann müssen Sie das Infiltrationsteam sein. Ich kenne den Captain. Er wird wollen, dass die Einrichtung zerstört wird. Mein Team wurde verändert, indoktriniert. Er wusste von der Brutstätte. Aber die Indoktrination ist eine größere Bedrohung und weitaus furchterregender. Ich musste mit ansehen, wie gute Leute in hirnlose Hülsen verwandelt wurden. Es war nichts mehr von ihnen übrig. Andere starben während der Experimente. Und ich beneide sie darum. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich vertraue ihnen mal. Ich öffne Ihnen die Zelle, aber danach sind Sie auf sich allein gestellt. Sehen Sie nicht zurück. Vielleicht können Sie der Detonation entkommen, hm? Eine bessere Chance als die, die ich hatte, bevor Sie auftauchten. Danke, Mensch. Und viel Glück. Sie werden es brauchen. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Die sehen gefügig aus. Ihr Verstand existiert nicht mehr. Warum hat Saren das getan? Jemandem auf diese Art den Verstand zu rauben, ist widerlich. Lassen Sie sie raus. Öffnen Sie die Türen. Geben Sie ihnen eine Chance, der Explosion zu entkommen. Sind Sie sicher, Shepard? Bestenfalls verletzen Sie sich selbst. Wenn Sie noch einen Rest Verstand haben, könnten Sie ihn gegen uns richten. Ach Quatsch. Lassen Sie sie raus. Sie werden uns nichts tun. Gut. Wenigstens wird die Explosion dem ein Ende setzen. Sie ruft. Und ich muss ihr folgen. Ich hoffe, das war eine gute Idee, die rauszulassen. Ich bin mir da nicht sicher dessen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich guten Hoffnungs, dass die uns jetzt nicht enttäuschen werden und uns in den Rücken fallen oder sonst was machen. Naja. Die letzten. Ich sag mal. Okay. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen alles gesagt. Wer sind Sie? Allianz, nicht wahr? Ich wusste, jemand würde kommen. Es hat versucht, mich zu brechen, aber ohne Erfolg. Ich habe es ausgesperrt.
Alles in Ordnung? Beruhigen Sie sich. Ich muss wissen, woher Sie kamen. Private Manusavot vom 3. Infiltrationsregiment STG, Ma'am. Wurde vor 6 Tagen während der Aufklärung geschnappt. Sehr gern, Ma'am. Diese Bastarde fragen nie irgendwas. Immer zu flüstern und schubsen und schneiden sie. Ich hätte alles gesagt, nur um rauszukommen und Rache nehmen zu können. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, oder? Rache? Können Sie kämpfen? Können Sie mir helfen oder muss ich Sie hier raustragen? Ich werde Ihnen jeden Schritt des Weges Rückendeckung geben. Ich will einfach nur hier raus und weg von diesem unaufhörlichen Flüstern. Es ist jetzt schon seit Tagen zu hören. Hier stimmt was nicht, Shepard. Sie haben recht. Ihn freizulassen könnte die Mission gefährden. Nein. Nein, ich muss hier raus. Dieser Raum ist zu eng und hört nicht auf zu reden. Ich will wirklich unbedingt hier raus, um einiges zu erledigen. Ich muss hier raus. Lassen Sie mich raus. Okay, jawohl. Lassen Sie ihn frei, er könnte uns helfen. Jawohl, Sir. Sie werden feststellen, dass ich sehr gut Befehle ausführen kann. Das sollte ich sein. Ich höre sie immer und immer wieder. Warum werden sie wiederholt, wo sie doch so simpel sind? So verdammt simpel! Dachte ich mir. Naja, manchmal wird man halt verarscht. So, nehmen wir einfach das mit. Ich habe gerade ein Level-Up, habe ich gesehen, ne? Tatsächlich. Naja, warum nicht? So, Caden, was gehst du nochmal? Du gehst auf Heben. Tally, du gehst auf Schrotflinte. Ach ja, Ausrüstung hatten wir auch noch. So. Speicher. Wieso? Wieso? Hä? Ist hier irgendwo noch ein Feind? Hm. Naja, wir kriegen das schon hin. Denke ich mir immer. Wo ist Saren? Nein, zurück! Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Sie werden nicht die Arbeit vernichten, die wir hier begonnen haben. Oh doch. Was gerade ein bisschen blöd ist, weil meine Waffe war die ganze Zeit überhitzt, komischerweise. Wie hieß der Dr. Strange? Ehrlich? Da muss ich nochmal nachgucken nach der Folge. Ist ja lustig. So, Tally, steh mal wieder auf. Da draußen sind irgendwo Feinde. Die Frage ist nur, wo? Egal. Gehen wir hin hier. Warte mal. Möchte die Nummer loswerden, weil Tally muss ausstehen. So. Jetzt müsste sie eigentlich ausstehen. Ah ja, genau. Wunderbar. Gucken wir uns hier nochmal um. Bevor wir jetzt weitergehen. Und dann sehen wir mal. Medizinische Station. Was haben wir da? Nix. Okay, dann füllen wir hier mal auf gleich. Medical plus 3. Wunderbar. Na gut, wir waren eh kurz vor Limit. Also eigentlich nutz. Also eigentlich umsonst. Aber egal. Ich denke mal, 8 Kits ist schon nicht schlecht. Damit kommen wir relativ weit. Gehe ich mal von aus.
So. Hier gibt es eine Brücke, die wird sich sicherlich später rapsenken, dass wir da hinten weiter dürfen. Aber zunächst müssen wir hier rein, so wie es aussieht. Nicht schießen! Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist! Beruhigen Sie sich. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Wer sind Sie? Rana Thanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Früher oder später wird Saren auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Wovon reden Sie da? Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Saren hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Sarens Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Saren. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Ja, natürlich. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Oh. Oh. Sie haben es genossen. Sehr schön. Hier geht es anscheinend zu Sarens Privatlabor. Das klingt natürlich sehr gut. Die Frage ist, treffen wir hier Saren? Oh, achso. Oder nicht? Commander, sehen Sie doch! Noch ein Sender! Wie der auf Eden Prime! Ach du Scheiße! Ja, das kann ja jetzt was werden. Noch ein Sender. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VI-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie es sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Das Schiff? Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein, das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als
als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Ich bin nicht allein. Es gibt eine komplette Galaxis voller vereinter Rassen, die nur darauf warten, sich mit ihnen zu messen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Porteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle erschufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Das verstehe ich irgendwie nicht. Warum sollten sie die Massenportale bauen? Nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Warum tun sie das? Was wollen sie von uns? Sklaven? Rohstoffe? Meine Art übersteigt ihren Verstand. Jeder Einzelne ist eine Nation. Unabhängig. Bar jeder Schwächen. Sie können nicht mal die Art unserer Existenz verstehen. Wer hat sie erschaffen? Und woher kommen sie? Wer hat sie erbaut? Wir haben keinen Anfang. Wir haben kein Ende. Wir sind unendlich. In Millionen von Jahren, wenn ihre Zivilisation längst erloschen und vergessen ist, werden wir noch bestehen. Gibt es mehrere von ihnen? Wo sind die restlichen Reaper? Sind sie der letzte ihrer Art? Wir sind Legion. Ach so, WoW. Die Zeit unserer Rückkehr ist gekommen. Unsere Anzahl wird den Himmel jeder ihrer Welten verdunkeln. Sie können ihrem Untergang nicht entkommen. Das werden wir mal sehen. Ich werde sie auf jeden Fall aufhalten. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine. Und Maschinen können zerstört werden. Ihre Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt beendet. Oh. Commander, wir bekommen Ärger. Was ist denn? Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben. Aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Oh. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell. Sie müssen fertig werden, schnell. Die Konsole ist hinüber. Befehle, Commander? Legen wir die Bombe. Wir brechen auf zur Brutstätte. Es ist an der Zeit, diesen Ort zur Hölle zu sprengen. Sie haben recht, Commander. Wir treffen uns dort. Joker, Ende. Alles klar. Das kriegen wir hin. In der nächsten Folge geht's weiter und ich hoffe, wir zerstören dieses Scheißnest hier endlich. Bis aufs kleinste Detail. Macht es gut bis zur nächsten Folge und bye bye.